Das Leben eines Leistungssportlers, wie sieht das wohl aus? Um das herauszufinden, traf unsere Reporterin Charlotte Bauer den Nachwuchsathleten Leo Köpp. Leo ist 20 Jahre alt und betreibt seit jungen Jahren Leichtathletik. Seine Disziplin ist das Gehen, U20-Sieger beim Europacup und deutscher U20-Meister im Bahngehen und Straßengehen. Guten Morgen oder eher gesagt gute Nacht, ich weiß nicht, was man um 5.30 Uhr mitten in der Nacht sagt. Normalerweise ist es echt nicht meine Zeit, aber ich darf heute den Nachwuchsathleten Leo Köpp für einen Tag begleiten und ich bin schon echt gespannt, was mich heute erwartet. Hier in dem Haus der Athleten wohnt er und ich gehe einfach mal rein. Doch bevor Charlotte auf Leo trifft, wollten wir wissen, wie sich der Großteil der nicht so sportlich aktiven Bevölkerung das Leben eines Leistungssportlers vorstellt. Trainieren, ganz viel trainieren den ganzen Tag und abends früh ins Bett. Dann geht gleich früh morgens so 5, 6, 7 Uhr los und dann geht es schon bis nachmittags, mittags, abends. Und zum Sport gehen, mittags was Gesundes essen, zum Sport gehen und sich beraten lassen. Sehr so, durchgetaktet. Ja. Morgen. Gleich geht's ans Frühstück. Zuvor wird unsere Reporterin erst einmal ihren dicken Mantel los. Denn trainiert wird bei Wind und Wetter. Ja, gern. Du kannst Milch aus dem Kühlschrank holen. Warte mal. Ja, bei uns sind die Kühlschränke abschließbar, damit niemand was da reintun kann. Dopingsubstanzen oder sowas. Das Thema Doping scheint hier im Wohnheim also sehr ernst genommen zu werden. Aber dazu später mehr. Zum Frühstück gibt es Müsli mit Milch, doch einen strengen Ernährungsplan verfolgt der Leistungssportler nicht. Ich muss natürlich trotzdem gucken, dass ich im Training nicht mein Essen wieder verliere. Also da passe ich das dann schon dran an. Und ich achte vor. Bist du so viel aufgestanden, ja? 2 Stunden vom Training? Genau, ja. Dass ich genug Zeit habe zu verdauen, bevor es dann losgeht. Richtig. Und in dieser Zeit legt sich Leo meistens noch einmal ins Bett, bevor die gewonnenen Kilokalorien wieder verbrannt werden. Aber deine Kollegen haben ja schon erzählt, du bist fit. Könnte man meinen. Zuvor wird trainingstaugliche Kleidung angezogen und Leo bereitet schon einmal einen sehr zuckerhaltigen Shake vor, um die gleich ausgeschwitzten Mineralien wieder aufzufüllen. An dieser Stelle wollen wir gleich noch einmal nachhaken, was es genau mit den abgeschlossenen Kühlschränken bezüglich des Dopings auf sich hat. Ist es ein allgemein großes Thema bei euch? Ja, ein riesengroßes Thema. Klar, es gibt ein sehr gutes System. Wir werden mit Zufallskontrollen immer wieder gecheckt. Wir müssen immer angeben, wo wir uns aufhalten, damit hier jederzeit jemand reinkommen kann und sagen kann, so, dich kontrolliere ich jetzt, ich bin hier beauftragt. Und es ist auch richtig, das komplett zu unterbinden auf diese Weise, aber es führt natürlich auch dazu, dass Athleten, die offen darüber reden würden, wo sie Gefahren sehen, den Mund halten, ja, weil sie Angst haben, Sponsoren zu verlieren. Ohne Sponsoren könnten viele Sportler nicht über die Runden kommen. Laut Leo reichen schon die Kontakte zu Sportlern aus, die mal gedopt haben, um für Sponsoren uninteressant zu werden. Aber zurück zu seiner Hauptdisziplin, dem Gehen. Wie viele Paar Schuhe hast du so zum Laufen? Also wenn ich alle mitzähle, die schon runtergelaufen sind, dann kann ich es dir echt nicht sagen, weil die immer nur so ein paar hundert Kilometer halten und dann ist Schluss. Aber jetzt gerade habe ich so 3 verschiedene, mit denen ich trainiere. Und so langsam wird es ernst. Das erste Training steht bevor. 15 Kilometer Warmlaufen, für Leo ein Kinderspiel. Da der Tag für unsere Reporterin aber erst begonnen hat, müssen 5 Kilometer Aufwärmlauf erstmal ausreichen. Los? Ja, auf geht's zum Start. Obwohl Charlotte das Tempo ordentlich anzieht, schafft es Leo schneller mit seinem Gehen zu sein, als sie mit ihrer Jogginggeschwindigkeit. Das Ziel ist endlich erreicht. Erleichterung. Hey, du hast es geschafft. Oh, jawohl. Endlich, und du endlich. Lebst noch. Sehr gut. Aber auch nur gerade so. Und ich bin einfach fix und fertig. Ich könnte keine Sekunde mehr weiterlaufen. Wie geht's dir? Ich bin jetzt warm. Wir fangen jetzt an mit dem Training. Das heißt, wir gehen auf den Platz und du lernst ein bisschen gehen. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Reserven dafür übrig. Ein bisschen. Obwohl es noch früh am Morgen ist und wir schon 5 Kilometer gelaufen sind, scheint Leo stets hochmotiviert zu sein. Und wenn man denkt, gehen sei ja ganz einfach, können wir mittlerweile sagen, dass es doch anstrengender ist, als man glauben mag. Also such dir eine Linie und dann machst du die gleiche Übung, einfach normal, einfach gehen mit Abrollen auf dieser Linie und du merkst jetzt, langsam fängt die Hüfte an zu rotieren. Das heißt, deine Hüftachse schiebt sich schräg nach vorn. Und deine Schulterachse schiebt sich in die andere Richtung schräg nach vorn. Genau.
und nicht ganz so übertreiben. Du bewegst die Arme gerade so, aber die Arme gehen nur vor und zurück. Genau. Top. Ein ziemlich anstrengendes Training und das so früh morgens. Kein Wunder also, dass das Gehen sogar seit 1932 eine olympische Disziplin ist. Und Leo ist auf jeden Fall einer der schnellsten Geher unter uns. Etwas eleganter sieht das dann doch beim Profi aus. Nach rund 1:30 ist das Training vorbei. Für Leo aber gibt es keine Pause. Die Uni ruft. Wie nicht anders zu erwarten, fährt Leo ganz sportlich mit dem Fahrrad. Er studiert Jura an der Humboldt-Universität zu Berlin. Unvorstellbar für die meisten, denn Jura gehört gewiss nicht zu den einfachen, sondern vielmehr zu den zeitintensivsten Studiengängen. Das war nicht einfach, weil am Anfang viele mir einen Vogel gezeigt haben. Also Jura, das ist so eins der letzten Fächer, wo man sagt, die sind einigermaßen mit Leistungssport vereinbar. Aber es gibt ja viele, die das geschafft haben, auch bei mir an der Uni, Größen der Leichtathletik. Und deswegen habe ich es dann gemacht und gesagt, das ist möglich. Und ich glaube, das war einer der größten persönlichen Erfolge, dass ich mich dafür entschieden habe, diese Laufbahn so durchzuziehen. Und ich bin auch echt froh, dass ich es gemacht habe und bis hierhin mich rangehalten habe. Es macht echt Spaß. 3 Vorlesungen später ist dann endlich Mittagspause. Bei so einem stressigen Tagesablauf muss wirklich viel Leidenschaft im Spiel sein. Ich mache auch coole Sachen. Ja? Ich mach Leistungssport. Ich komm richtig rum in der Welt dadurch. Und ich studiere. Das sind so ziemlich die coolsten Sachen, die ich mir vorstellen könnte, die ich in dieser Lebensphase machen kann. Und tatsächlich wirkt Leo sehr zufrieden. Trotzdem läuft auch bei einem Leistungssportler nicht immer alles nach Plan. Für jede Leistung ist irgendwann eine Grenze erreicht und bei mir war das dann die Verletzung. Dieses Jahr, Anfang des Jahres, habe ich mir einen Muskelbündelriss geholt und konnte 2,5 Monate gar nicht trainieren. Das war schon ein Hindernis, klar, also auch rein körperlich. Ich konnte ja einfach nicht trainieren und wer nicht trainieren kann, macht auch keine Fortschritte. Und Fortschritt wird beim Leistungssport großgeschrieben. Deswegen bleibt nicht viel Zeit für das Mittagessen und es geht wieder zurück zum Sportforum. Die nächste Trainingseinheit steht bevor. Diesmal trainiert Leo aber mit seiner Trainingsgruppe und seinem Trainer. Vertrauen ist die Basis von unserer Zusammenarbeit, aber es ist eben doch auch Zusammenarbeit. Also es ist nicht brüderlich und es ist auch nicht väterlich. Es ist im Gegenteil Erfahrung seinerseits, auf die ich mich verlasse und auch teilweise mehr verlasse als auf mein Bauchgefühl. Eine vertraute Basis zwischen Sportler und Trainer führt also zum Erfolg. Dieser kennt seinen Schützling genau und weiß, wie viel Ehrgeiz auch dazu gehört. Also neben Studium, was jeder auch machen muss, dann halt sich nochmal hinzustellen, 4-5 Stunden zu trainieren. Natürlich nicht gleich immer am Stück, aber es ist schon ein hoher Zeitaufwand. Trotzdem diese Leistung dann abzufordern, das zeichnet ihn schon aus, um dann wirklich auch langfristig irgendwo leistungsstark zu sein. Nach dem Training ist der Tag für den jungen Nachwuchsathleten dann aber noch lange nicht vorbei. Du wirkst noch so fit nach so einem langen Tag. Ja, wir brauchen ja jetzt auch Energie. Ich hoffe, du findest ein bisschen Energie. Wir sind jetzt bei Freya Fuchs. Hier ist unser Meetup heute von der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Und da schöpfe ich auch Energie draus. Das macht Spaß. Das sind immer super coole Diskussionen, weil bei uns die Diskussionskultur eine ganz besondere ist. Ich genieße das richtig. Reinspaziert. Es ist 22 Uhr, wir sind schon seit über 16 Stunden auf den Beinen und Leo wirkt selbst nach 5 Stunden Training immer noch fit und beteiligt sich engagiert an der Diskussionsrunde. So lässt also ein Leistungssportler einen für ihn ganz normalen Tag ausklingen. Nach rund 20 gelaufenen Kilometern, 2400 verbrannten Kilokalorien und im Jurastudium. So, für mich ist der Tag jetzt eigentlich vorbei. Ich bin super, super fertig. Es war einfach wahnsinnig anstrengend. Ich freue mich jetzt auf mein Bett. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in den Tag eines Leichtathleten bekommen. Wahnsinn, ey, wie anstrengend es ist. Ich könnte es auf jeden Fall nicht jeden Tag.